Unternehmen jeglicher Art investieren in generative KI-Systeme oder in KI generell. Sei es ChatGPT oder sei es einfach Netzteile, wo KI davor steht, als Namen KI ist überall. Doch wie können Menschen hier auf der linken Seite mit ihren Neuronen und die KI hier auf der rechten Seite durch ein einfaches mathematisches Modell beschrieben, das einen wichtigen Aspekt abbildet, wie können die zusammenarbeiten? Wie können die ein Team bilden? Und dazu ist es wichtig zu wissen, einen Überblick zu haben über die Landschaft der generativen KI-Systeme. Hier in Form des mythologischen Yggdrasil-Baums, dem LLM-Drasil dargestellt, wo man sieht, wie sich die Modelle entwickeln. Die generativen Modelle, die solche Bilder, wie sie fast schon jeder kennt, erzeugen können. Und dieses Bild ist zum Beispiel aus dem Prompt entstanden oder aus einer Beschreibung, eine abstrakte Darstellung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Es kombiniert Elemente wie ein menschliches Gehirn und KI, um Kreativität und Effizienz darzustellen und enthält digitale Repräsentationen von Text, Bildern und anderen Medien. Der Hintergrund deutet auf Geschäfts- und Innovationsthemen hin. Mit diesem Text kann eine KI beeindruckende Bilder erschaffen. Aber was müssen wir tun, um nicht zu dieser Vision zu kommen, dass wir sozusagen die gute Seite versus die böse Seite der KI ausspielen? Und vor allem, dass wir nicht in diese Position kommen, wo es dann heißt, die KI macht alle Dinge, die für uns interessant sind, wie Kunst und Poesie, um das übertrieben darzustellen, und wir machen den Abwasch sozusagen. Also, was müssen wir tun, dass wir nicht in diese Richtung abgleiten? Mein Name ist Theodor Rychkowetzki und ich werde am 10.07. über diese und verwandte Themen sprechen.